gehe davon aus, das Gesetz kommt im September ins Parlament. Und egal wann im September, damit ist auf jeden Fall ein Abschluss in diesem Jahr durchaus möglich und zu erreichen. Also das Gesetz wird im September kommen, sicher nicht am 30.09. und keine Panik, was den Anschluss angeht. Bei jedem Gesetz, auch bei diesem Gesetz, und es wird sicher auch noch in Richtung auf die Wege gehen, die die Community sich vorstellt. Alles klar, da muss ich mir in der Zukunft wohl immer noch das hier ins Papier drehen. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo es sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Wo es in der Zukunft natürlich alle Infos gibt, wann und wie die Legalisierung seitens der Bundesregierung durchgezogen wird. Und es natürlich auch danach weitergehen wird, also wenn die Legalisierung vonstatten gegangen ist und wir uns die ganzen Social Clubs und auch Abgabestellen einmal genauer ansehen, worauf ich mich ehrlich gesagt schon am meisten freue. Ja, kaum ist wieder eine Woche vergangen und schon gibt es wieder Neuigkeiten zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu berichten. Und zwar diesmal seitens Karl Lauterbach, der nämlich über Cannabis-Kampagnen und auch mögliche Gesetzesänderungen gesprochen hat, die nämlich im parlamentarischen Verfahren noch vorgenommen werden können. Worüber im Übrigen auch Dirk Heidenblut seitens der SPD berichtet und auf das Thema nochmal genauer eingeht. Also vor allem das Thema Zeitplan zur Säule 1 und auch Säule 2 der Cannabis-Legalisierung. Deswegen ich euch natürlich die ganzen Informationen auch diese Woche einmal wieder zusammengefasst habe und wir uns im Verlauf des Videos natürlich einmal gemeinsam ansehen. Doch bevor wir nun mit den Infos weitermachen, möchte ich noch kurz auf den Sponsor für dieses Video aufmerksam machen, und zwar Hybrid Filter, die nämlich nicht nur mit ihrer Filtertechnologie dafür sorgen, dass der Rauch so gut wie kein anderer gefiltert wird, indem sie nämlich durch Aktivkohle und auch Zellstoff filtern, sondern auch noch in einem riesigen Angebot daherkommen, wo ihr auf jeden Fall eine breite Auswahl habt und nun auch mit dem Code FANTASTIC20 ganze 20% auf eure Bestellung sparen könnt, was sich eben vor allem bei dem Paket L anbietet, wo nämlich zwei von diesen 250er Paketen dabei sind, 25 mal Paper und auch noch zwei Clipper obendrauf kommen und das Ganze für 50 Euro, womit ihr eben auch noch den Versand spart. Also falls ihr an dem Angebot von Hybrid interessiert seid und nicht nur 10, sondern gleich 20% sparen wollt, dann checkt doch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, wo ihr eben nochmal, wie gesagt, 20% Rabatt auf eure Bestellung bekommt. Vielen Dank jedenfalls für eure Aufmerksamkeit und auch dafür, dass ihr generell den Kanal unterstützt, ohne dass das Ganze hier auch gar nicht möglich wäre. Doch nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede. Vielen Dank, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr den Kanal so unterstützt. Und wir starten direkt mal ins erste Thema rein. Und zwar, wann ist nun mit der Legalisierung in Deutschland zu rechnen? Also die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt. Und wozu nun Dirk Heidenblut seitens der SPD ein paar mehr Infos hat, beziehungsweise uns den aktuellen Stand nennen kann, weswegen wir eben in die Podcast-Ausschnitte und auch in die Ausschnitte vom Instagram-Video einmal genauer reinschauen. Wir sitzen hier zusammen mit Dirk Heidenblut. Ich würde mal mit der Frage einsteigen, die du wahrscheinlich sehr oft hörst. Wann wird Brokkoli voraussichtlich im besten Fall und vielleicht auch im Worst Case legalisiert? Also ist natürlich die Frage, wie man legal definiert. Wenn man die Säule 1 schon als legal betrachtet, also die Cannabis-Social Clubs können ja dann legal, man kann legal anbauen, dann wird das Ende dieses Jahres, Anfang kommenden Jahres legal. Das, was ich unter insgesamt legal verstehen würde, also ich kann in ein Geschäft gehen und kann es mir kaufen dort ganz legal und dann entsprechend mitnehmen, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, vielleicht in den Modellregionen im nächsten, Ende nächsten Jahres, aber überall woanders wird es noch ein bisschen dauern. Okay, also das hört sich an, dass sich viele Leute hier noch auf den Brokkoli in der Zukunft verlassen müssen. Also wenn da in der Säule 2 schon von mehreren Jahren die Rede ist. Worauf wir uns auf jeden Fall freuen können, ist aber an dieser Stelle die Säule 1, also dass Cannabis auf jeden Fall schon mal den Legalitätsstatus bekommt und somit die Konsumenten von Brokkoli in der Zukunft auch nicht mehr kriminalisiert werden, was an dieser Stelle ja auch schon mal ein Riesenschritt ist. Also wenn man sich mal bedenkt, wo man eigentlich herkommt und die ganzen Änderungen und alles können in der Zukunft ja dann auch noch angepasst werden, wie zum Beispiel auch natürlich die Abstandsregelung, worüber ich im letzten Video noch berichtet habe, was eben alles auf Säule 1 aufbaut, also die Cannabis-Club-Regelung und auch die Besitzmengen, weswegen Säule 1 auch der wichtigste Punkt momentan ist. Und wir uns mal anhören, wie es mit der Säule 1 momentan aussieht und ob wir mit der Legalisierung von Säule 1 schon am 01.01.2024 rechnen können, so wie es beispielsweise Karl Lauterbach gesagt hat. Also direkt mal rein in die Aussagen von Dirk Heidenblut. Wo stehen wir denn aktuell mit der Legalisierung? Also wir sind jetzt bei der sogenannten Säule 1. Das heißt, wir werden die Entkriminalisierung erreichen. Wir werden schon zwei Schritte Richtung Legalisierung tun, indem wir den Eigenanbau möglich machen werden und indem wir die Cannabis Social Clubs möglich machen. Wir stehen jetzt dabei, das Gesetz zu überarbeiten, hoffentlich im September ins Parlament zu bekommen, dann ein abschließendes Gesetz daraus zu machen. Also ich finde, wir stehen schon dafür, wie lange wir gebraucht haben und wie lange wir jetzt die Prohibition erleben, stehen wir schon ziemlich nah vorm Ziel. Und ich hoffe, wir werden es auch, bin zuversichtlich, wir werden es über die Runden bringen in diesem Jahr. Hier mal eine Antwort für alle Fragestellerinnen. Es scheint einen YouTuber zu geben, der aus vertraulicher Quelle erfahren haben will, dass am 30.09. das Gesetz erst ins Parlament kommt.
Also die Quelle kann vertraulich, aber sicher nicht zuverlässig sein. Bei schlichter Recherche kann man feststellen, der 30.09. ist ein Samstag, da tagt das Parlament überhaupt gar nicht. Das kann schon mal nicht stimmen. Insofern sollte dieser YouTuber vielleicht seine Quelle mal überprüfen, zumindest was die Zuverlässigkeit angeht. Aber grundsätzlich, ich gehe davon aus, das Gesetz kommt im September ins Parlament. Und egal wann im September, damit ist auf jeden Fall ein Abschluss in diesem Jahr durchaus möglich und zu erreichen. Also das Gesetz wird im September kommen, sicher nicht am 30.09. und keine Panik, was den Abschluss hat. Also Dirk Heidenblut geht wie Karl Lauterbach davon aus, dass das Gesetz auch noch dieses Jahr beschlossen wird. Also durch den parlamentarischen Verfahren geht, wo noch Änderungen vorgenommen werden und dann, ja, fertig, dann am Ende des Jahres präsentiert wird. Also dem Legalisierungsdatum vom 01.01.2024 theoretisch nichts im Wege steht. Doch worüber man sich dann natürlich noch Gedanken machen muss, ist die Umsetzung. Und zwar die 25 Gramm Eigenbesitzregelung und auch die drei Pflanzen, die man zu Hause haben darf. Genauso wie auch die Social Club Regelung, wo nämlich das Social rausgenommen worden ist. Also man vor Ort im Club nicht konsumieren dürfte. Deswegen auch noch mal reinschauen, was Dirk Heidenblut dazu sagt und ob wir in der Zukunft dann mit Änderungen noch rechnen können. Beim Gesetzesentwurf, der aktuell auf dem Tisch liegt, haben ja viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es wurde auf hohe diskutiert, Abstandsregeln, Cannabis Social Club wird nicht mehr sozial vielleicht. Welche Hürden gibt es zu bewältigen? Wie ist der Stand? Müssen wir wirklich damit rechnen, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, wirklich so umgesetzt wird? Dürfen wir Hoffnung haben, dass sich noch mal alles ändert und es in die für uns oder für die Community, aus Sicht der Community, richtige Richtung geht? Was würdest du dazu sagen? Also man darf begründete Hoffnung haben und auch davon ausgehen, dass sich noch was ändert. Ob sich alles nochmal ändert, ich finde auch einige Teile sind nicht so schlecht gelungen. Das will ich auch nicht bestreiten. Genau, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass sich noch was ändert. Wir sind noch im Prozess vor dem Parlament und es gibt eine gute alte Regel eines meiner ehemaligen Parteigenossen, das sogenannte Strucksche Gesetz. Ins Parlament kommt nicht so, wie es rausgehen wird. Das sagt immer, es ändert sich noch was bei jedem Gesetz, auch bei diesem Gesetz, und es wird sicher auch noch in Richtung auf die Wege gehen, die Community sich vorstellt. Alles nicht, aber ich bin zuversichtlich, wir werden noch ein paar gute Akzente setzen. So viel jedenfalls von Dirk Heidenblut an dieser Stelle, der auf jeden Fall schon mal positive Ausblicke auf mögliche Änderungen macht. Aber was ihr dazu sagt, das könnt ihr mich gern mal hier unten in die Kommentarform dalassen. Wir machen direkt mal weiter mit den nächsten Aussagen, und zwar von keinem Geringeren als Karl Lauterbach, der sich nun endlich auch mal wieder zum Thema geäußert hat und wie die Cannabis-Legalisierung nun in der Zukunft vonstatten gehen soll, wo er unter anderem von Cannabis-Kampagnen geredet hat, aber auch den Parlamentarischen Verfahren, wo er nämlich auch der Auffassung ist, dass das Ganze noch dieses Jahr abgeschlossen wird. Also gehen wir direkt mal rein in die Aussagen. Zitat Karl Lauterbach: Ich will erreichen, dass wir den Cannabiskonsum bei Jugendlichen zurückdrängen und ihn für die, die konsumieren wollen, sicherer machen, wozu es eben auch bei der Gesetzgebung eine große Kampagne geben soll, die dann ausgebreitet wird, sobald das Gesetz in Kraft tritt. Denn Karl Lauterbach erläutert weiter, Zitat: Bis zum 25. Lebensjahr wird das Gehirn noch umgebaut. Wer in dieser Altersphase konsumiert, der schadet sich besonders, womit er an dieser Stelle ja auch recht hat und die Legalisierung generell für die Prävention geplant ist, also so, dass man das Ganze auch kontrollieren kann, und geht dann auch noch im weiteren Verlauf auf die Zeitplanung ein, womit er nämlich Dirk Heidenblut auch recht gibt, und zwar, dass in den nächsten Wochen schon der Cannabis-Gesetzesentwurf im Kabinett landen wird, wozu er noch Folgendes sagt, Zitat, es werde noch kleine Änderungen geben, wobei er aber an dieser Stelle keine Details nannte, was wir aber dann in den nächsten Tagen und auch Wochen erfahren werden und worüber ich euch hier auf dem Kanal natürlich auf den Laufenden halte, genauso wie auch die neuen Äußerungen unseres Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blinert, der nämlich Folgendes auf Twitter geschrieben hat, Zitat, wir kommen einen Riesenschritt weiter im Gesetzgebungsprozess. Wichtig ist, dass das Gesetz am Ende auch praktikabel ist und wir mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis die Prävention von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Blick nehmen. Also auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist, dass die Räder da auf jeden Fall vorangehen und wir in den nächsten Tagen bis Wochen, wie gesagt, mit neuen Aussagen rechnen können, worüber ich euch, wie gesagt, gerne auf den Laufenden halte. Aber was ihr zu dem ganzen Thema sagt und wie es nun mit dem Gesetzgebungsprozess zur Säule 1 oder aber auch Säule 2 weitergeht, das lasst mich doch wie immer gerne hier unten in Kommentarform wissen, und in der Zukunft dann, ja, wenn es weitere Informationen gibt, werde ich euch wieder auf den Kanal auf den Laufenden halten. Also, falls euch das Thema interessieren sollte, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Also, mich würde es, wie gesagt, sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche schon mit Neuigkeiten wieder. Bis dann und eine schöne Woche.